Ja, hallo, liebe Vogelfreunde. Heute muss wieder ein kleiner Umbau vorgenommen werden. Auch hier sollen die Sitzgruppen rein. Die Vögel müssen auch noch einmal sortiert werden, die unteren, damit noch Platz ist für die nächsten Vögel. Die Zucht ist ja soweit beendet. Wir haben ja heute den 1. Mai und die Weibchen haben im Großen und Ganzen alle zwei Bruten gemacht. Schöne volle Nester, 4, 5 Junge, waren einige dabei. Und so möchte ich sie auch nicht mehr brüten lassen und die Zucht dann für dieses Jahr abschließen und alle Vögel dann hier in die Flugboxen runterbringen. Das ist dann auch leichter von der Fütterung und von der Sauberhaltung, damit nicht überall noch Vögel sind und alle hier untergebracht werden. Ja, das ist eine Sitzgruppe, die baue ich noch zusammen. Das Ganze sind ja eben nach den 5 Längsrippen. Und durch diese Sitzstangen, die hier reingesteckt werden, bekommt das alles den nötigen Halt. Und diese Rippen haben auch überall eine Kerbe. Und in jeder Kerbe wird das dann hier ineinander gesteckt. Jetzt kommt die Trennwand hier dazwischen. Hier müsst ihr mal alle rüber. Nein, rüber. Gut raus. Rüber. Einer ist raus. Die beiden Sitzgruppen sind vorbereitet für den Einbau. Wenn wir jetzt hier oben in den Flug, wo ich die Vögel schon mal rüber gesetzt habe, das Teil einbauen. So, dazu habe ich wieder diese beiden Drahthaken, die ich hier oben einhänge. Möglichst hinten. Das kann noch ein Teil weiter nach hinten. Ja, die Flügel stehen so, dass man so eben hinten so rankommt. Und hier jetzt mit unserem Teil. So. Der Futterbehälter mit den Rützen. Futter habe ich schon neues reingetan auf dieser Seite. Da wieder einmal alle rüberfliegen. Alle rüber.
jetzt. Wasser kommen wir etwas später, weil da muss ich noch Neues einbringen. Das hier kann raus. Vögel bekommen ein Fertigfutter, ein Ei-Fertigfutter, aber jetzt zu dieser Zeit in den Flügen kein Echtei mehr. Dieses Fertigfutter ist mit Rusk gemischt. Das Rusk wurde vorher mit Wasser vermengt und konnte entsprechend ziehen und aufweichen. Dann kommt die Masse hier rein, das ist wie eine Weizenmasse, gequollene Weizenmasse, und das feuchtet dann das Eifutter entsprechend an, dass das nicht ganz so trocken ist. Gerne gebe ich immer Haferflocken dabei. Haferflocken kosten nicht viel und sind gesund, und manche Vögel, die noch nicht richtig körnerfest sind, gehen sehr gerne auch an die Haferflocken. Und das ist an für sich auch dafür gedacht, wenn einige Vögel das Wasser nicht finden, den großen Behälter mit Wasser sehen sie immer. Sie wollen eigentlich trinken, nicht baden, aber sie baden auch. Aus dem unteren Flug werden umgesetzt
kommen oben rein. Das ist der 9. Durch Anpusten am Bauch kann man erkennen, ob der Vogel gesund ist oder Darmentzündung hat, rotleibig ist. Daraufhin wird jeder Vogel einmal kurz kontrolliert. Sind alle Kerne gesund? So sind wir jetzt wieder im Zuchtraum. Es sind einige Vögel hier unten soweit selbstständig, die jetzt nach draußen kommen in die Flugkäfige. Dafür nehme ich hier oben eine große Transportbox, um die Vögel da alle reinzutun und sie dann darüber zu tragen. Irgendwo müssen sie ja den Moment rein. Ich kann sie ja nicht in die Tasche stecken. Hier oben, das habe ich ja im letzten Video schon gezeigt, befinden sich noch einige Jungvögel. Hier vorne ist der Hahn, der sie auch noch gut verpflegt hat. Die Jungvögel bleiben aber noch hier, noch einige Tage, vielleicht noch eine Woche. Das nächste ist dann hier dieses Nest. Die haben sich ja weiterentwickelt. Es müsste auch schon wieder sauber gemacht werden, ja. Aber sie springen ja auch raus. Das wird nicht mehr lange dauern, dann haben sie alles Nest verlassen. Die brütet noch. Die Jungen sind auch so weit, dass sie jetzt das Nest verlassen. Das haben sie auch schon wieder gemacht, ja. Sie sind eben in dem Alter, da springen sie sofort raus. Nest. Die Vögel haben sich auch weiterentwickelt, sitzen aber noch, sind noch nicht so scheu. Dieses Weibchen brütet ja nochmal, das haben wir letzte Woche auch festgestellt, da waren ja plötzlich wieder Eier da. Ich habe noch nicht nachgeguckt, ob sie befruchtet sind. Wir haben heute den 1. Mai und hier ist der 28. April. Also 29., 30.01., das sind 3 Tage, da kann man noch nichts sehen. Eventuell am 4. Tag. Und bei ihr sind 2 Junge geschlüpft. Da haben wir ja letzte Mal gesehen, da war ja 1 da. Sie ist immer noch so zahm und lässt mich gar nicht nachgucken. Die Vögel sind das also hier so gewohnt. Na, zeig doch mal. Ja, da sind sie ja. Beides 2 kräftige Junge. Und auch hier ist es so, diese schönen 4 werden auch bald das Nest verlassen. Dann ist hier auch Feierabend. Da hat das Weibchen mir auch schon wieder gelegt. Die Jungen sind da hinten noch drin, werden auch getrennt. Innerhalb der nächsten 2 Tage können die da raus. Kommen wir jetzt ganz unten.
ganz links, die Boxen sind ja alle schon leer. Das geht jetzt ganz schnell, dass die Käfige alle leer werden. Hier ist ein Jungvogel drin. Sie brütet. Die werden auch am 2. oder 3. Mai, also morgen oder übermorgen, schlüpfen. Und hier sind unsere Jungen, die ich jetzt hier rausfange, die nach draußen in die Flugbox kommen. Das Rausfangen der Vögel ist nicht immer so einfach, damit die nicht ganz rüberfliegen. Wird das abgeteilt. Die Behälter weg. Die Badewanne ab. Wir sind natürlich hier sehr geschickt. Oh, hier sind noch sehr viele drin. Deswegen absolute Unruhe. Die Vögel sind jetzt hier angekommen. Da sitzen sie. Der Füßen haben sie nach für die Füße mehr Platz.
einen kleinen Blick in die obere Flugbox. Auch da haben die Vögel die Einzelsitzplätze schon gefunden. Hinter dem Futterbehälter sitzen sie schon drei. Auf der Seite sitzt nur einer. Aber die Plätze, die werden dann schon noch alle besetzt. Ja, liebe Vogelfreunde, das war's für heute wieder. Die Flugboxen sind jetzt hier schön besetzt. Die Käfige unten werden gereinigt und die nächsten Tage werden auch dort die anderen Jungvögel selbstständig sein und auch hier untergebracht. Auch die Altvögel sollen hier unten in den Flug, die Weibchen, damit sie dann auch mal aufhören, Eier zu legen. Denn nach zwei erfolgreichen Bruten sollte es mal gut sein. Man möchte ja nicht, dass die Weibchen noch mehr legen. Man muss das auch nicht ausnutzen, bis zum geht nicht mehr. Man möchte ja auch im nächsten Jahr vielleicht doch noch mal von dem einen oder anderen Weibchen noch mal Junge von großziehen. Gut, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Norbert mit seiner Harzer Edelroller.